Herzlich willkommen heute zum Webseminar Wednesday. Mein Name ist Sven Blank. Ich arbeite für den Composites United und die Abteilung Maika-Bohn hier im Süden von Deutschland. Und ich habe heute die Ehre, Ihnen das Webseminar anzukündigen und so ein bisschen moderierend heute zu fungieren. Wir haben aktuell 70 Teilnehmer. Ich denke, nach und nach werden vielleicht die ein oder anderen noch dazukommen. Ich glaube, angemeldet haben sich etwa 130. Das heißt, da kommen schon noch ein paar wahrscheinlich dazu. Heute ist unser Topic Pultrusion am Puls der Zeit. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich freue mich sehr, Sie alle in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Das Format haben wir jetzt ein bisschen länger als ein Jahr und es kommt weiterhin bei unseren Mitgliedern sehr, sehr gut an. Das freut uns. Kurz zu den technischen Rahmenbedingungen und ein bisschen Spielregeln. Wir handhaben das so, dass wir Ton und Video komplett von Ihnen bitten, sie auszustellen und im Nachgang dann Fragen zu stellen. Wir haben eine entsprechende Runde hierfür, nachdem der Herr Wilhelm, unser Referent heute, seinen Vortrag abgeschlossen hat, bleibt dann auch entsprechend Zeit, Fragen zu stellen. Wie ich es gesagt habe, Herr Wilhelm ist heute unser Referent. Er arbeitet für das Fraunhofer IGCV. Und nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, viel Freude und Herr Wilhelm, die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön, Herr Blank, für die nette Einführung. Ebenso freut es mich, ich sehe gerade 74 Teil, nee, 75 Teilnehmer, die heute an dem Webinar teilnehmen. Vor allem unter dem Zeichen der Pultrusion. Gestern das Composites Forum oder Innovationsforum. Heute dazu den Einblick in die Pultrusion am Puls der Zeit. Den Titel, der ist ein bisschen nebulös. Ich hoffe, da kann ich ein bisschen Aufklärung bieten. Selbst mein Name ist Frederik Wilhelm, bin seit über 7 Jahren hier beim Fraunhofer IGCV zusammen. Freut mich, dass das Wetter heute immerhin keine Alternative bietet, somit eine Alternative weniger. Somit freut es mich, dass Sie hier beim Webinar teilnehmen. Da würde ich auch direkt einstarten ins Thema Pultrusion am Puls der Zeit hier bei Fraunhofer IGCV. Welche Themen habe ich für Sie heute mitgebracht? Am Anfang würde ich Ihnen eine kurze Einführung zu Fraunhofer IGCV geben und dann drei große Themen, die hier beim IGCV in Augsburg, ich habe es geübt, das heißt nicht Augsburg, sondern Augsburg, ganz, ganz im Fokus stehen. Man sieht, es sind einige Themen, das heißt, wir werden hier nicht im Detail einsteigen, sondern das eher so als Art Teaser setzen, so als Art Impuls, damit Sie mit diesen Impulsen auch Ihre eigenen Ideen verknüpfen können und dann wir zusammen oder ich habe gesehen, es sind einige Partner hier auch in der Teilnehmerliste zu sehen, dass wir eben zusammen das Thema Pultrusion, was eine wirklich super spannende Technologie ist, Stück für Stück weiterbringen und halt auch entsprechend neue Märkte damit angreifen können, die eben derzeit vor allem vielleicht im Metallbereich oder in der Kombination zu finden sind. Also ich beginne mit einer kurzen Vorstellung vom Fraunhofer IGCV für diejenigen, die Fraunhofer bzw. IGCV noch nicht so gut kennen. Kurze Worte zum Fraunhofer Gesellschaft an sich. Für mich war das auch ganz neu. Es ist eine relativ große Gesellschaft mit rund 28.000 Mitarbeitern derzeit. Persönlich hatte ich damals, als ich eingestiegen bin, nicht den Eindruck, es kommt eher einem so vor, als wäre es ein kleiner Mittelständler mit kurzen Wegen, kurzen Entscheidungswegen. Und das ist das Schöne hier auch mit 74 Instituten, die alle unabhängig sind, kann man wirklich ganz, ganz nah am Puls der Zeit quasi forschen. Und das Wichtige dabei ist immer sozusagen das Gehör für die Industrie offen zu haben. Also angewandte Forschung ist hier der Fokus. Man sieht es auch rechts an dem Budget, das eben zum Großteil wirklich aus Industrieaufträgen kommt. Und man sieht, dass Fraunhofer wirklich deutschlandweit, aber auch weltweit unterwegs ist. Das IGCV gibt es, ich weiß gar nicht, seit wann es offiziell jetzt gibt. Jetzt zum Glück, ich hoffe, hört kein Chef zu, aber ist nicht so schlimm. Das IGCV gut gewachsen ist. Wir sind derzeit 160 Mitarbeiter, sind ein junges Institut und sind zusammengewachsen aus unterschiedlichen Bereichen. Dementsprechend haben wir auch mehrere Standorte. Selbst sitze ich hier in Augsburg am Composite-Bereich, aber wir haben auch noch den Verarbeitungstechnikbereich, quasi unsere Nachbarn und noch den Bereich für die Gießer, die entsprechend in Garching, also nah bei der Kundschaft sind.
Und wenn man sich jetzt anschaut, für was steht das Fraunhofer IGCV, für was steht das G, das C und das V? Im Deutschen ist es einfacher zu erklären als im Englischen, da das G für Gießerei und das C für Composite-Technik steht und V für Verarbeitungstechnik. Also Gießerei ist vor allem der Schwerpunkt Aluminium. Dort die ganzen Geschichten von wegen, wie kann ich eine Gießform aufbauen, wie kann ich das Ganze simulieren, wie kann ich die Losgröße reduzieren. Im Bereich Composite ist auch hier die Herangehensweise, wie kann ich möglichst kostengünstig Composite herstellen. Da haben wir einen wirklich sehr, sehr großen Zugriff auf unterschiedlichste Legetechnologien. Ich glaube an der Zahl 6, 7 unterschiedliche Maschinen, die eben unter Thermoplaste, aber auch Duromere Tapes verarbeiten kann und entsprechend wirklich von der Auslegung bis hin auch zum Recycling ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn das, was man produziert, muss am Ende auch entsorgt werden. Und da haben wir wirklich ein sehr, sehr schlagkräftiges Team. Und zusammen mit dem Team Verarbeitungstechnik, die sich das Ganze auch ein bisschen, wie sagt man, mit ein bisschen Abstand anschauen, zu überlegen, okay, wie sieht dann die Produktion nachher in der Fabrik aus? Wie kann ich auch die Produktion beziehungsweise auch die Energieströme so leiten, dass ich nicht unbedingt dann immer meinen Strom benötige, wenn er besonders teuer ist. Gerade wenn man bezüglich regenerative Energien denkt, wird das auf alle Fälle auch für die Zukunft ein immer wichtigeres Thema. Zum richtigen Zeitpunkt, dann wenn der Strom verfügbar ist, zum Beispiel die Heizung, energieintensive Prozesse anzuschmeißen. Was auch sehr, sehr interessant ist, wir sind auch im Bereich der additiven Fertigung unterwegs, hier vor allem im Bereich Metalldruck. Da haben wir entsprechend auch die Expertise. Das ist so ein ganz, ganz großes Bild, ein ganz, ganz großer Blumenstrauß an Fähigkeiten, das das IGCV hat und entsprechend unterschiedliche Synergien sich ergeben. Also sprich nicht der Fokus nur auf dem Composite, wirklich den Fokus breit gefächert. Naja, Sie sind jetzt nicht da, um was von IGCV mitzubekommen, sondern Sie wollen was über Pultusion mitbekommen und daher auch die nächste Folie. Wie tut sich quasi das Fraunhofer für den Bereich Pultusion engagieren? Man sieht, es sind entsprechend 4 Standorte in ganz Deutschland verteilt, die sich mit dem Themenfeld Pultusion beschäftigen, in Aachen, in Chemnitz, in Pfinztal und eben hier in Augsburg. Jedes Institut hat so seine Steckenpferde, das IPT in Aachen zum Beispiel Mikropultusion, also hier ist vor allem der Fokus auf Medizintechnik, also alles, was im Bereich von 0,5 bis 1 Millimeter ist, hohle Röhrchen und ähnliches. Das ist sozusagen das Steckenpferd von dem IPT in Aachen. Das IWU in Chemnitz, gestern ein Vortrag ja auch, Entschuldigung, gehört von so gestern ja auch einen schönen Vortrag gehört bezüglich smarte Faserverbundwerkstoffe. Da auch eben ein weiteres Steckenpferd ist die Radiuspultrusion. Ganz neu dabei ist, also nicht neu als Institut, sondern neu im Bereich der Pultrusion, ist das ICT seit diesem Jahr mit reaktiver Pultrusion, also hier vor allem mit Polyamid und eben entsprechend das IGCV hier in Augsburg seit 2010 mit den unterschiedlichen Themenschwerpunkten Flechtpultrusion, aber auch die Duromere und Thermoplast Pultrusion. Da ja ich quasi ein Vertreter des Fraunhofer IGCV bin, würde ich auch kurz eingehen, was wir für einen Maschinenpark vorrätig haben. Also sprich, welche Anlagen wir hier zurückgreifen können. Soll es weitergehen? Sehr schön, genau. Also hier eine Anlage, die dargestellt ist, in dem Fall zusammen mit dem Flecht. Also wir haben hier ein Team mit rund 7 Mitarbeitern, mehr als 10 Studenten, 3 Pultusionsanlagen in unterschiedlichen Größen. Die dargestellt ist hier mit einer 10 Tonnen Abzugskraft. Wir haben eine mit 8 Tonnen und eine mit 2 Tonnen. Somit sind wir relativ auch flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Also sprich, dass man nicht immer nur eine Anlage hat, wenn eine Anfrage kommt, sondern wirklich auch auf Profilgrößen entsprechend reagieren kann. Wir haben unterschiedliche Dosieranlagen, können Polyurethan verarbeiten, Epoxy, also auch hier die Aminsysteme, die sehr schnell reagierend sind, können aber auch mit Extruder unterschiedlichste Arten von Thermoplaste einsetzen. Wir haben Doppelringflechter und Textilsliter. Das ist so ein kurzer Einstieg, was hier am IGCV direkt vor Ort vorhanden ist, also an Maschinen. Bezüglich Know-how würde ich auf der nächsten Folie kurz drauf eingehen, was sozusagen der aktuelle Stand ist und wo unsere Forschungsschwerpunkte sind. Wenn man auf die Pultrusion schaut, sieht man eben, dass vor allem ungesättigte Polyester-Vinyl ist, dass sehr, sehr groß im Einsatz sind, wahrscheinlich 80 bis 90%. Bitte nicht auf die Zahlen festlegen. Schlussendlich sind wir ja kein Marktforschungsinstitut, sondern ein Forschungsinstitut bezüglich dem Prozess. Aber der Schwerpunkt liegt ganz klar natürlich bei der Pultrusion von glasfaserverstärkten Kunststoffen. Epoxy im Polyurethan ist vor allem dann interessant, wenn höhere mechanische Beanspruchungen gefordert sind. Dann zum Beispiel auch mit Kohlenstofffasern. Auch
Ganz, ganz wichtig bei der Produktion sind eben Profile mit hohen Laufmetern. Also das heißt, es werden nicht 2, 3 Meter produziert, sondern mehrere Kilometer pro Jahr, damit das Ganze sich auch rentiert. Und wie schon angemerkt, Schwerpunkt glasfaserverstärkte Produkte. Forschungsschwerpunkte bei uns am Forschungsinstitut hier in Augsburg sind zum einen die Injektionspultrusion. Was hier jetzt abgebildet ist, unten ist halt die klassische Pultrusion mit dem offenen Tränkbad. Wir versuchen hier den Stück für Stück Richtung geschlossene Pultrusion zu gehen, wegen den Vorteilen wie Emissionsreduktion oder auch den Vorteil, wirklich unterschiedliche Hartsysteme einzusetzen, die eben nicht eine Topfzeit von 4 bis 5 Stunden haben, sondern innerhalb von zum Beispiel einer halben Stunde ausreagieren bei Raumtemperatur. Dann sind wir auch sehr, sehr interessiert, neue Anwendungen, also sprich, nicht die klassischen Märkte zu bedienen, sondern auch wirklich an neuen Anwendungen zu denken und entsprechend auch dafür den Prozess zu befähigen und eben Pultrusion 4.0. Daran orientiert sich auch die Agenda. Ich gehe jetzt einfach mal zur nächsten Folie. Somit wäre dann auch der Einstieg zum Fraunhofer allgemein und dem IGCV abgeschlossen und würde dann auch mehr ins Detail gehen. Also was verstehen wir am Puls der Zeit? Die Themen haben wir mitgebracht: geschlossene Injektion, Pultrusion in der Anwendung und PUL 4.0. Die 4.0, soweit kann ich vorausgreifen, hat nichts mit der auf sagenumwobenen 4.0 für Scheinfächer in der Pultrusion zu tun. In der Pultrusion war jetzt ein freudscher Versprecher in dem Studium oder der Ausbildung. Aber was wir darunter genau verstehen, das sehen wir nachher. Dann würde ich einsteigen zu dem Thema geschlossene Injektion. Also sprich, da haben wir zwei interessante Forschungsfelder bearbeitet und sind auch weiterhin in der Bearbeitung. Und zwar der Einsatz von Leistungsultraschall und auch der Einsatz von einer flexiblen Injektions- und Imprägnierungskammer. Dafür stehen die zwei kleinen I's vor der Kammer. Beginnen würde ich mit der Herausforderung bei der geschlossenen Injektionspultrusion. Ich habe vorhin von den Vorteilen gesprochen, aber leider gibt es auch entsprechend die Nachteile. Und die Nachteile, wer sich mit der Pultrusion auskennt, sind eben die Imprägnierung und auch die unregelmäßige Fließform, die darauf rückschließen lässt, dass auch keine gleichmäßige Phasenverteilung vorherrscht. Und wenn man sich das genau im Detail anschaut, dann stellt man auch fest, okay, hier sieht man auf der rechten Seite, ach, ich kann da den Laserpointer mal anmachen. Der funktioniert auch. Hier auf der rechten Seite sieht man dann auch die mechanischen Eigenschaften, also in dem Fall C-Phase mit Open Bath, also offenes Tränkbad, und C-Phase mit einer Injektions- und Imprägnierungskammer. Und man sieht eben, dass die Schubfestigkeit in diesem Beispiel auch abfällt. Also heißt es, man sieht es nicht nur, und teilweise sieht man es nicht nur, sondern man kann es auch messen, dass entsprechend durch die geschlossene Injektion man doch das ein oder andere Problem zu lösen hat bei der Imprägnierung und der Phasenverteilung. Aus dem Grund haben wir uns auch haben uns überlegt, dass zum Beispiel der Leistungsultraschall eine sehr, sehr spannende Geschichte sein könnte, da ein bisschen Schwung in die Sache reinzubringen. Man sieht, gefördertes Projekt, das haben wir mit einem Industriepartner, in dem Fall CGTEC, angegangen. In dem Fall, wer mit Leistungsultraschall noch nicht so viel zu tun hat und das vielleicht eher aus dem Medizinbereich kennt, das ist an sich die gleiche Technologie, nur in einem ganz anderen Leistungsbereich. Also in der Medizintechnik wird im Milliwattbereich gearbeitet. Wir arbeiten mit Leistungsultraschall. Also das, was man hier auf den Bildern sieht, sind ca. 100 bis auf der rechten Seite 1000 Watt. Und ja, das hier ist sozusagen diese Sonotrode, die bewegt sich mit einer Frequenz von 20 Kilohertz, und man sieht eben, wie hier die Kavitationsblase sich aufbaut, also sprich wirklich Gasblasen kollabieren, und das Ganze hier bei annähernd 1000 Watt. Also hier würde ich meine Hand nicht reinhalten, wenn doch, dann würde man sehr, sehr schnell Verbrennung erkennen. Und jedenfalls haben wir diese Sonotrode in die Pultrusionsanlage eingebaut, und in dem Fall haben wir uns die Einkopplung des Leistungsultraschalls in der Imprägnierungskammer angesehen. Also sprich, das ist hier die Imprägnierungskammer im Detail. Man sieht hier in dem Fall eine konische Imprägnierungskammer mit einem Werkzeug und hier oben entsprechend den Leistungsultraschall, sodass er direkt das Fasermatrix-System ja, beschallen kann mit einem Ultraschall im Bereich von 20 Kilohertz. Hier sieht man den Aufbau. Wie gesagt, wir gehen nicht 100% im Detail. Das sind ganz, ganz viele Fragestellungen und auch ganz, ganz viele interessante Erkenntnisse. Aber hier sieht man zum Beispiel den Generator. Das ist nichts anderes als ein Lautsprecher, der hier an so einer Sonotrode festgemacht ist. Also sprich, das ist der Aufbau, das ist die Imprägnierungskammer. Und was wir bei den ersten Versuchen wirklich gemacht haben, um auch visuell zu sehen, was passiert denn eigentlich, den Abstand zum
Formgebungswerkzeug, also dem beheizten Formgebungswerkzeug aufzubauen. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Also sprich, hier sieht man eben entsprechendes Bild ohne Ultraschall. Also hier ist die Imprägnierungskammer, da das Formgebungswerkzeug und das Ganze mit Ultraschall. Und man sieht, okay, da passiert auf alle Fälle was. Es scheint, dass die Viskosität deutlich abfällt. In dem Fall sprechen wir von einem Epoxy-Hartsystem. Und warum die Viskosität abfällt, das sieht man auf der nächsten Folie. Und diese Werte haben wir gemessen, indem wir einfach so ein Thermoelement an eine Glasfaser angeknüpft haben und geschaut haben, okay, welche Temperaturen herrschen jetzt eigentlich in der Imprägnierungskammer. Die Imprägnierungskammer ist rund 500 mm lang, also sprich geht von hier, also sprich das Eintritt von der Imprägnierungskammer bis hierhin. Und ab dann ist das Werkzeug, also das Formgebungswerkzeug. Und man sieht wirklich, und diese Zahlen sind echt, man sieht, man kann sehr, sehr hohe Leistungen einkoppeln. Also in dem Fall hatten wir sogar Spitzentemperaturen von 280 Grad Celsius. Natürlich ist jetzt gerade von der chemischen Seite die Frage, brauche ich wirklich 280 Grad Celsius? Das ist richtig, das ist auch nicht schlussendlich das Prozessfenster, wo das Ganze Sinn macht. Man muss deutlich geringere Temperaturen einfahren. Aber was man sieht, man schafft es wirklich innerhalb kürzester Zeit, diese Temperatur in das Gesamtsystem, Phase-Matrix-System einzukoppeln. Und man erkennt auch Effekte hier in dem Fall für die ELS beziehungsweise auch für die Festigkeit, dass hier im Vergleich offenes Trinkbad, klassische Imprägnierungskammer und eben klassische Imprägnierungskammer kombiniert mit Leistungsultraschall gewisse positive Effekte erkennbar sind, da eben eine bessere Imprägnierung umgesetzt werden kann. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte nicht 100% ins Detail gehen. Ich meine, 40 Minuten ist nicht die Welt. Da würde ich gerne auch noch das nächste Thema angehen im Bereich der geschlossenen Injektion, und zwar die flexible Injektionskammer. Denn neben dem Leistungsultraschall ist natürlich auch die Geometrie an sich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und da greife ich schon ein wenig vorweg. Wir haben wirklich mal eine intensive Studie gemacht, von wegen, welche Einflussparameter wirklich relevant sind für die Injektion bezüglich für eine homogene, gleichmäßige Imprägnierung in der Pultrusion. Und da sieht man entsprechend den Kringel, also sprich dort, wo viele Sterne sind, dem haben wir einen hohen Wichtigkeitswert zugeordnet. Und mit Hilfe der Morphologie, also sprich dem morphologischen Kasten, unterschiedliche Ideen entwickelt, wie man entsprechend die angekringelten Punkte umsetzen kann, wie zum Beispiel die Coffee-Bag-Idee. Vielleicht kennen Sie das, wenn man Kaffee in einen Luftballon reinbröselt, also den Kaffee, das Kaffeepulver, also nicht der heiße Kaffee, sonst ist der Ballon kaputt. Aber jedenfalls das Kaffeepulver in den Ballon reinmacht und dann Vakuum zieht, dann ist dann auf einmal die Form richtig kompakt. Da haben wir unterschiedliche Ideen uns entwickelt und daraus kam dann auch dann die flexible Injektionskammer. In dem Fall haben wir uns darauf geeinigt, das macht wahrscheinlich Sinn, aufgrund auch der mechanischen Anforderungen hier auf ein Einschubsystem zu setzen. Also man sieht hier, dass hier so ein Metall Case drumherum, das dann für die entsprechende Festigkeit der Injektionskammer sorgt, und durch relativ günstiges Geld kann man dann Metall, in dem Fall Kunststoffeinschübe einsetzen, die die gewünschte Geometrie hat und so weiter und so fort. Und somit können wir diese vier Punkte mit dieser Injektionskammer relativ einfach erfüllen. Also sprich, zum einen können wir die Position variieren, die Kavitationsgeometrie, die Temperierung wird jetzt nicht über den Kunststoff gewährleistet, sondern dadurch, dass wir wirklich ein Kühlsystem, also Temperiersystem mittels Wasser ermöglichen können und somit genau die Temperatur einstellen können. Und eben Status Monitoring, also sprich, hier sieht man die drei Drucksensoren, einer am Ende von der Imprägnierungskammer und einer am Eingang des Formgebungswerkzeugs und einen Ticken später. Wie sieht das Ganze aus dann im Aufbau? Das ist ja immer das Wichtige als Ingenieur, ist man immer daran interessiert, wie das Ganze umgesetzt wurde. Hier ist der Aufbau relativ clean, relativ klassisch. Also sprich, in dem Fall wird ein 60x4 Profil produziert, weil man dann auch sehr, sehr einfache mechanische Untersuchungen durchführen kann. Und dann sieht man entsprechend, dass sowohl das die Imprägnierungskammer sehr, sehr genau temperiert werden kann, als auch das Werkzeug. In dem Fall wurde es auch extra isoliert. Oh, ich höre was, sehr schön. Genau, also das ist sozusagen der Aufbau. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, was bringt das Ganze? Dadurch, dass das Forschungsprojekt ein ganz, ganz neues ist, die Ergebnisse ganz, ganz frisch sind, kann ich die in quasi am Puls der Zeit die ersten Erkenntnisse mitgeben, so die ersten Einblicke. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert denn eigentlich? Also man sieht hier unten nochmal den Aufbau, damit man die Grafik besser versteht. Hier ist die Imprägnierungskammer, da ist das Formgebungswerkzeug und hier entsprechend sieht man, da ist dann auch der Übergang. Also sprich, hier ist der Drucksensor 1, 2 und 3 und hier die Drücke aufgetragen. Und dann hat man mal bei unterschiedlichen Temperaturen die Drücke gemessen und man stellt wirklich fest,
Es ist auch verständlich, aber man kriegt dann mal auch ein Gefühl dafür, ein wirkliches Gefühl, was das bedeutet, was es bedeutet, einfach die Imprägnierungskammer zu beheizen, also bezogen auf die Drücke. Also man sieht wirklich hier die Drücke innerhalb von der Imprägnierungskammer können sehr, sehr hoch sein, in dem Fall bis über 70 Bar und können allein durch die Temperierung um 40 Kelvin nach oben auf rund 30 Bar reduziert werden. Was entsprechend eine interessante Thema Fragestellung ist, inwiefern dann zum Beispiel die Fasern geschont werden. Auf der rechten Seite zum Beispiel wurden unterschiedliche Winkel gefahren, also Einlaufwinkel. In dem Fall sprechen wir hier von dem Winkel der Geometrie von 1,2 und 1,6 Grad und unterschiedliche Viskositäten, in dem Fall 124, 338, 1213 Millipascal Sekunden. Also sprich, das ist dann die Variation hier hinten 1, 2 und 3. Also von 1 bis hier entsprechend nimmt die Viskosität zu. Und was man eben sehr, sehr schön erkennen kann, was auch verständlich ist, wenn die Viskosität zunimmt, steigen auch die Drücke. Also die sind auch relativ hoch. Wir waren zu Beginn unserer Produktionskarriere sozusagen sehr, sehr überrascht, welche Drücke wirklich im Werkzeug entstehen. Und das hat man auch immer darin gesehen, dass entsprechende Leckagen aufgetreten sind, was dann, wenn man den Prozess gestoppt hat, für entsprechende Putzarbeiten gesorgt hat. Aber wenn man das weiß, dann muss man dementsprechend auch das Werkzeug auslegen. Und was auch sehr, sehr interessant ist, entsprechend, wenn man den Winkel vergrößert, dass entsprechend dann die Drücke nicht sich so stark aufbauen. Wie gesagt, das sind erste Einblicke in diese Forschungsarbeit bezüglich der flexiblen Injektionskammer, wo man wirklich dann unterschiedliche Geometrien und Injektionspunkte testen kann. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir da im Nachgang vielleicht heute oder auch in Zukunft da das ein oder andere besprechen können. Dann würde ich auch zum nächsten Punkt gehen und die Idee ist ja, je mehr Punkte wir ansprechen, desto da kann sich jeder das rauspicken, was er für sich selbst interessant findet, und zwar Pultrusion in der Anwendung. Da haben wir drei Themenfelder rausgegriffen für Sie, wo wir meinen, das wäre doch vielleicht eine interessante Geschichte für Sie. Zum einen die Wellennahverbindung, zum anderen die Pultrusionsinserts für Spritzguss und Induktion als Booster. Ja, das sind relativ nichtssagende Namen, das ist auch ganz klar. Wir wollen ja die Spannung hochhalten. Beziehungsweise auf der nächsten Folie gehe ich mal darauf ein, was wir mit der Wellennahverbindung genau meinen. Vielleicht ist jemand noch das Pullform-Projekt bekannt. Da war ja ein S-Schlag, also war die Idee, man setzt ein B-Stage-Hardsystem ein, heißt also nach der Pultrusion ist das Hardsystem, also hier ist der Preform quasi noch weich und wird dann im Blasformprozess im Nachfolgenden ausgehärtet, also fest. Da hat man eben festgestellt, man hat an das Zielbauteil einen S-Schlag sich vorgestellt und festgestellt, okay, das Geflecht setzt Grenzen bezüglich der Veränderung der Form, also in Abzugsrichtung. Was man aber auch festgestellt hat, ist, man kann sehr, sehr einfach den Durchmesser variieren, ohne dass wirklich die Faserstruktur geschädigt bzw. Probleme entstehen. Und mit dieser Idee sind wir dann ins Rennen gegangen und gesagt, okay, vielleicht können wir damit eine Wellennahverbindung entwickeln. Und hier ist auch entsprechend das fertige Produkt zu sehen. Mit den Ideen halt, weil wir festgestellt haben, wir haben einerseits eine hohe Reproduzierbarkeit, eine gute Zykluszeit, eine relativ hohe Kostenreduktion. Wir gehen einfach davon aus, weil wir einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad bekommen. Wir setzen die Materialien dort ein, wo sie notwendig sind. Also sprich, man macht wirklich einen intelligenten Hybrideinsatz. Und das Ganze ist auf Design für Recycling. Da gehe ich dann halt nochmal später darauf ein, was wir darunter in diesem Fall verstehen. Wer das Projekt nicht ganz so genau kennt, Pullform, würde ich einfach nochmal kurz darstellen, wie da der Prozess ist insgesamt. Also man hat hier die Flechtpultrusion, man stellt entsprechend mit einem B-Stage-Hard-System Rohre her. In dem Fall sind es so Außendurchmesser 58 mm mit einer Wandstärke von 3 mm, die dann entsprechend, wie vorhin schon erwähnt, hier weich sind, also gummiweich. Im nächsten Schritt wird dann das Blasformwerkzeug, das sieht man hier auf der linken Seite, hier entsprechend die Metallkomponenten, die dann darauf festgesetzt werden, eingesetzt. Hier nochmal schematisch. Hier setzen wir den Preform ein, also sprich die Rohre, die hergestellt wurden, setzt dann den Blasschlauch ein und naja, bläst diesen auf und lässt dann entsprechend bei ja, rund 120 Grad Celsius das Ganze aushärten. Und dann sieht man auch wirklich hier im Detail dann die Wellennahverbindung, sieht auch wirklich, welche Umformgrade möglich sind und dass da auch entsprechend was machbar ist. Dadurch, dass es eine Kreiskeilverbindung ist, kann man das Ganze auch wieder lösen und entsprechend, wenn jetzt zum Beispiel das Metallbauteil irgendwelche Arten von ja, Zerstörung aufweist, dass man das eben durch ein neues Metallbauteil ersetzen kann.
Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Hier nochmal das Ganze im Überblick. Da das bei uns einfach mal so eine Demonstrationsgeschichte war, müssten wir natürlich noch im Detail abklären, von wegen Rundlaufgenauigkeit oder ähnliches. Was wir aber zeigen konnten, ist, dass es wirklich sehr, sehr gut möglich ist, mit einem pultodierten Preform aus einem Duromeren B-Stage-Heart-System so eine doch relativ für Pultrusion komplexe Geometrie herzustellen. Im zweiten Anwendungsprojekt geht es um die Thermoplastpultrusion. Man kennt ja unterschiedliche Projekte, wo entsprechend Fasern sehr, sehr intelligent abgelegt werden und entsprechend wie hoch die Aufwände sind. Zum Beispiel ein spannendes Projekt ist hier auch vom Fraunhofer ICT, dass man wirklich die Bänder, die Carbonfasern so hinlegt, wie es passt und dann das Ganze mit Spritzguss umgibt. Oder hier ein Beispiel von SGL, wo dann entsprechend die Rods eingelegt werden. Und man dann durch mit Spritzguss zusammen wirklich an der richtigen Stelle seine Faserverbundwerkstoffeigenschaften nutzt und eben für Bereiche, wo eben der einfache verstärkte Kunststoff oder kurzfaserverstärkte Kunststoff voll und vollumfänglich ausreicht, dort eben den Spritzguss einsetzt. Unsere Idee ist jetzt, entsprechend einen Schritt weiter zu gehen. Verstärkung von Spritzgussbauteilen durch industriell gebogene Fachwerkstrukturen. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was verstehen wir denn unter industriell gebogene Fachwerkstrukturen? Und das ist sozusagen der gesamte Prozess. Also sprich von der Pultrusion werden die Stäbige hergestellt. Diese werden dann gebogen, dann umgespritzt. Und was natürlich mal reinfließt, ist die Prozesssimulation bzw. Struktursimulation. Und hier ist ein generisches Bauteil, kann natürlich jegliche andere Art von Bauteilen sein. Jetzt ist natürlich noch nicht ganz klar, was hat jetzt hier die Pultrusion oder wo ist genau die Zielgröße von der Pultrusion. Deswegen gehe ich auf der nächsten Folie da nochmal genauer ein. Also was machen wir jetzt in der Pultrusion? Wir stellen entsprechend Rundprofile her, die im Durchmesser von 3 bis 6 mm sind. Das ist an sich erstmal gar nicht so spannend, wenn man bei Duromeren unterwegs ist. Aber wenn man sich überlegt, man macht das Ganze mit Thermoplast, dann hat man doch gewisse Hausaufgaben zu lösen. Wir sind da wirklich sehr, sehr breit gefächert in dieses Rennen rein. Mit Spelzpultrusion, also sprich, dass man den Extruder direkt an das Werkzeug anschließt. Mit Coming Yarns, also sprich, dass die Fasern schon mit dem Thermoplast kombiniert sind oder eben der Reaktivroute, das heißt offenes Drängpad, in dem Fall mit dem Elium, also PMMA. Hier hat man unterschiedliche Faserarten auch wirklich untersucht. Das Projekt ist auch noch ein aktuelles Projekt, also sprich das auch wieder am Puls der Zeit. Also woran arbeiten wir und wo möchten wir hin, zusammen mit unseren Partnern, also sprich mit Glas und Kohle, die Fasern und die Matrix Polypropylen und Polyamid 6 und PMMA, wie vorhin schon angesprochen. Also da stellen wir im thermoplastisch die Stäbe her, die dann im Nachgang durch einen Biegeprozess wirklich sehr, sehr stark gebogen werden kann. Und wenn man sich das genau überlegt, man kann da wirklich sehr, sehr komplexe Strukturen quasi drahtförmig aufbauen, die dann ähnlich wie in der Bauindustrie durch die Rebars in dem Fall, aber eher in dem Fall, es sind wirklich Strukturanwendungen, sei es im Automobil, sei es im Transportwesen oder in der Infrastruktur angedacht, wo dann das Ganze umspritzt wird und entsprechend wieder der Vorteil vom Spritzguss und der Vorteil von Faserbundwerkstoffen genutzt wird. Das soweit zum zweiten Anwendungsbeispiel. Auch hier sind wir mittendrin in der Forschung, also mittendrin statt nur dabei. Und im dritten Teil würde ich gerne darauf eingehen, auf die Induktion. Schon groß angekündigt, Induktion als Booster. Hier haben wir entsprechend einen schematischen Aufbau, beziehungsweise wo wollen wir hier die Induktion einsetzen? Vielleicht Induktion von daheim bekannt mit der Herdplatte, also heißt, man kann sehr, sehr schnell Temperatur ins System reinbringen und gerade wenn man an dickwandige Bauteile denkt in der Pultrusion, ist Temperatureinbringung immer ein Problem, weil klassischerweise natürlich das übers Formgebungswerkzeug von außen stattfindet. Es gibt auch Methoden, das zum Beispiel über Mikrowelle zu machen. Es gibt auch Methoden, das über Leistungsultraschall zu machen. Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Induktion hingegen ist auch noch eine weitere Methode, um wirklich Temperatur reinzubringen. Induktion hat gewisse Herausforderungen und das sieht man auf der rechten Seite. Man muss, gerade wenn man mit glasfaserverstärkten Kunststoffen arbeitet, das Matrix-System entsprechend vorbereiten, also sprich einen induktiven Füllstoff einsetzen. Wir haben in dem Fall Maxilica eingesetzt. Das Hartsystem ist ein Vinylester, eine unidirektionale Verstärkung, also sprich in dem Fall arbeiten wir mit Glasfasern. Man kann das Ganze auch mit Kohlenstofffasern machen, wobei bei Kohlenstofffasern muss man bedenken, die sind natürlich elektrisch leitend. Heißt, da muss man natürlich das ganze Spiel nochmal genauer einstellen und schauen, wo sind da die Stellgrößen.
Wir haben hier eine Profilabmessung von rund im Visier, und zwar 16 mm Durchmesser. 16 mm ist relativ dick in der Pultrusion. Natürlich kann man auch dicker machen, aber was immer damit einhergeht, ist, man muss die richtige Temperatur und die richtige Geschwindigkeit einbringen, denn was sehr, sehr schnell passieren kann bei dickwandigen Bauteilen in der Pultrusion, ich glaube, da sprechen Sie wahrscheinlich mehr aus Erfahrung als ich, ist natürlich, dass man dann Probleme einerseits an der Oberfläche bekommt und andererseits natürlich Risse im Bauteil. Und dementsprechend haben wir hier auch mit Induktion versucht, die Temperatur so schnell wie möglich nicht nur außerhalb vom Faserverbundwerkstoff, sondern auch wirklich innerhalb vom Faserverbundwerkstoff quasi zu induzieren. Wir sehen auf der linken Seite nochmal so eine Viskositätstabelle, entsprechend dem Gewichtsprozent an Maxillica, die dann dem Matrixsystem zugeordnet werden oder zugemischt werden muss. Und da sieht man eben natürlich, okay, man muss aufpassen, man kann jetzt zum Beispiel, naja, man kann schon 10 Teile Maxillica reinbringen, aber dann ist die Viskosität relativ hoch. Deswegen sollte die Wirkung, die induktive Wirkung, schon im relativ geringen Bereich sein. Also in dem Fall 2 bis 4 wäre anpeilbar, und so sind auch unsere Versuche statt, haben auch unsere Versuche stattgefunden. Hier rechts, das ist vielleicht das Spannendere für die Anwendungstechniker, sieht man den Aufbau. Also sprich, hier ist dann der Imprägnierungsbereich. Hier sieht man auch den imprägnierten Faserstrang, der dann hier durch diese Induktionsspule geht und dann danach in das heiße Formgebungswerkzeug geht. Also sprich, ein Formgebungswerkzeug wird weiterhin benötigt, beziehungsweise nutzen wir weiterhin, um entsprechend auch eine glatte Oberfläche zu realisieren. Was aber sehr, sehr spannend ist wirklich, in welcher kurzen Zeit, also sprich, das ist die Induktorschleife. Ja, ich glaube, die Breite ist circa 2 cm. Nageln Sie mich nicht fest, vielleicht auch nur 1,5 cm, aber jedenfalls sehr, sehr klein. Und trotzdem schafft man es hier relativ gut, die Temperatur reinzubringen. Was heißt relativ gut? Das sehen wir auf der nächsten Folie im Detail. Wir haben jetzt mal für 2% und für 4% entsprechend das eingebracht. Und was man eben sieht hier zu Beginn, hat man den Induktor noch aus, und dann wirklich konnte man auch, das ist so die Herausforderung, den Induktor wirklich gleichmäßig die Energie einkoppeln zu lassen. Da braucht man auch eine gewisse Regelthematik im Hintergrund. Aber man schafft es wirklich, die Temperatur ja auf dem Bereich von 100 Grad Celsius relativ stabil zu halten. Das gleiche auch für 4% Maxillica. Also auch hier sieht man, man ist ein Ticken höher, glaube ich, bei 110 Grad Celsius. Die Idee ist jetzt in dem Fall, okay, man setzt einen höheren Prozentsatz ein, einfach um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Hier sind die Geschwindigkeiten, die wir erreicht haben. Das ist natürlich mal, je nachdem, ich meine, wenn man von dünnen Profilen spricht, ist sehr, sehr langsam. Wenn man von dicken Profilen spricht, ist es eine ganz andere Geschichte. Ich kann jetzt nicht mehr hundertprozentig Hausnummer, ich nenne einfach mal eine Hausnummer. Ich glaube, wir sind immer so circa 20, 30, 40% schneller geworden, bei 2%, und hier entsprechend nochmal das als Aufschlag. Was aber sehr, sehr schön zu sehen ist, dass man wirklich durch die Vortemperierung mittels Induktion wirklich dafür sorgt, dass die Temperatur im System ankommt und auch wirklich für eine Produktionsgeschwindigkeit erhö oder Produktions also ja, für eine zu einer Geschwindigkeitserhöhung führt. Bei der thermischen Analyse hat sich gezeigt, dass der Aushärtegrad und auch der TG, also sprich der Glasübergangstemperatur, identisch ist. Also sprich, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also sprich, man arbeitet mit einer höheren Produktionsgeschwindigkeit und hat trotzdem die gleichen mechanischen Eigenschaften, die eben dann fürs Endprodukt relevant sind. Das war sozusagen ein Einblick in den aktuellen 3 Anwendungsbeispielen, in denen wir derzeit unterwegs sind. Also sprich hier die Wellennahverbindung, die Pultrusion, Pultrusionsinsert für Sputzguss und entsprechend Induktion als Geschwindigkeitsbooster. Und nun komme ich zum letzten Thema für heute, zu dem Thema Pultrusion 4.0. Ich denke, die meisten haben schon wahrscheinlich verstanden, um was es geht. Es geht hier um das Thema Industrie 4.0. Damit sind ja sehr, sehr viele Abkürzungen verbunden, wie KI, AI, VR und so weiter und so fort. Auch gerade die industrielle Revolution ist jedem bekannt, vor allem mit der Textiltechnik, dem Webstuhl. Wir haben uns gedacht, damit wir da alle auf das gleiche Level kommen, dass wir da die Geschichte quasi mal anhand der Pultrusion nachschreiben, also wie sich die Industrie entwickelt hat. Und das ist nicht ganz ernsthaft gemeint, der Beitrag, aber ich denke, er zeigt ein bisschen, wo die Reise hingeht, beziehungsweise was es da Schönes gibt. Ein kleines Video am frühen Morgen. Moment.
Also wir haben das wirklich von Anfang an betrachtet, also Urknall bis Ende des 18. Jahrhunderts. Wie sah da die Pulsion aus? Genau, da gab es nur Muskelkraft, also sprich, da hat man mit der eigenen Hand am Arm den Faserstrang gezogen und dafür gesorgt, dass das Profil kommt. Eine sehr, sehr harte Angelegenheit, wie man zum Schluss gesehen hat, sehr ermüdend. Und da war man natürlich froh, dass dann die Dampfkraft kam. Dementsprechend kurzerhand die Dampflok an die Fasern angeschlossen. Man sieht, das ist weiterhin eine sehr, sehr spannende Geschichte. Viele Leute sind da, die dann an der linken und rechten Schraube quasi drehen müssen, damit das Ganze funktioniert. Naja, was kommt nach der Dampfkraft? Genau, die Elektrifizierung, die Massenproduktion. Also entsprechend die Dampfmaschine durch einen Elektromotor ersetzt. Und man sieht eben, man hat auch hier die Möglichkeit, mit hoher Geschwindigkeit parallel zu produzieren. Was kam nach der Elektrizität? Genau, der Computer, die Mikroelektronik. Und das ist natürlich ein großer Schritt, auch im Bereich der Pulsion gewesen, also wirklich mit Hilfe des Computers entsprechend ganz exakt die Temperatur einzustellen, ganz exakt abzuziehen, Daten aufzuzeichnen und so weiter und so fort. Man sieht, man hat auch immer Zeit, ein bisschen was anderes zu tun, als nur zu pulsieren. Und jetzt Industrie 4.0, heute Vernetzung. Wie sieht das Ganze aus? Das ist unsere Idee davon. Also sprich, die Cloud macht alles und wir können uns an der Maschine überlegen, was am Nachmittag zu tun ist. Also sprich, alle Daten werden gesammelt und entsprechende Daten wird aus den Daten Informationen generiert, um dann entsprechend weiterzuarbeiten und schnell zum Ziel zu kommen. Wie gesagt, das war nicht ganz ernsthaft gemeinter Eindruck, was wir so unter Industrie 4.0 bzw. PUL 4.0 meinen und was es genau bei uns jetzt am Fraunhofer IGCV bedeutet. Da würde ich jetzt gern in den nächsten paar Minuten genauer drauf eingehen. Das klassische Problem ist ja das Prozessdatenmanagement. Und das trifft wahrscheinlich viele Maschinenbau auch in anderen Technologien, dass man eben entsprechend viele Anlagen hat, die entsprechend nicht zusammenarbeiten, also sprich jedes autark, aber zusammen haben also jedes autark und jede da speichert auch entsprechend die Daten einzeln ab. Das ist jetzt nichts Neues, aber das ist die Grundlage für Industrie 4.0. Also wie kriege ich das hin, dass alle Daten zusammenfließen und daran haben wir uns daran haben wir uns gemacht und entsprechend wirklich dafür gesorgt, dass alle einzelnen autarken Maschinen, wie die Dosieranlage, wie der Flechter, wie die Pultrusionsanlage oder auch der Abzug, mit einem zentralen Einheit gesteuert wird und entsprechend auch die Daten gesammelt werden. Das ist quasi das Klassische, was man kennt in der Automatisierung, also sprich, dass man einen Punkt hat, wo man entsprechend alle Daten gesammelt hat und so weiter und so fort. Aber ist die Grundlage, denn ohne Daten hat man natürlich auch nichts zum Auswerten. Jetzt haben wir den Zugriff auf alle Maschinendaten, also sprich, sei es die Abzugskraft, sei es die Geschwindigkeit, sei es die Temperatur. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist, und da sind wir im zweiten Schritt dran, ist da die Kombination mit den Metadaten. Also heißt, was war das eigentlich für ein Versuch? Wie war genau die Faserführung? Was haben wir eigentlich für ein Matrix-System eingesetzt? Und so weiter und so fort. Und damit beides mit entsprechend korreliert werden kann, entsprechend hier die Weboberfläche. Man sieht hier, wie dann entsprechend der Versuch vorbereitet wird und die einzelnen Daten eingetragen werden. Das Ziel eben wirklich auf der einen Seite die Maschinendaten, also sprich die Temperatur und die ganzen Daten, die mitgelockt werden, mit den Metadaten, also sprich, war es ein gutes Profil, war es ein schlechtes Profil und so weiter und so fort zu verknüpfen, dass daraus wirklich Wissen generiert werden kann. Im nächsten Schritt ist dann unser Antritt, weil sozusagen für uns das Ziel ist, Pultrusion ist eine super spannende Technologie, hat aber oft quasi eine Eintrittshürde, weil man eine sehr, sehr hohe Losgröße, also sprich eine sehr, sehr hohe Produktionsmenge braucht, bis es endlich sich lohnt. Und die hohe Eintrittshürde ist eben darauf bedingt in den meisten Fällen, weil sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt werden muss und viel Trial and Error. Und unser Ziel ist es eben, wenn man diese zwei Daten sauber miteinander korreliert und die entsprechende Information bildet, dass daraus man Informationen so aggregiert, dass man im Idealfall quasi eine Profilanfrage bekommt, auf den Knopf drückt und daraus ein fertiges Werkzeugsystem entwickelt wird.
Wir haben ja schon mal den ersten Ansatz gemacht. In dem Fall haben wir DC43-Compiler eingesetzt, also sprich einen regelbasierten Entwurf. Man sieht es hier oben mal schematisch dargestellt. Für einfache Profile funktioniert das auch schon. Also sprich, man gibt nur die Profilgröße ein und dann wird das Werkzeugsystem entwickelt. Bitte jetzt noch nicht glauben, dass wir schon den Stein der Weisen entdeckt haben, also sprich, dass wir schon den goldenen Knopfdruck gefunden haben. Das ist eine harte Arbeit, aber unserer Meinung nach macht das sehr, sehr viel Sinn, weil eben durch dieses gezielte und smarte Herangehen man dann auch sich sehr viel, viel Zeit spart und sehr, sehr viel Frust und vor allem auch sehr, sehr viel Geld. Das war jetzt relativ abstrakt, das Ganze. Und wir sind auch einen Ticken näher an den Prozess selbst gegangen, damit wir auch direkt in den ersten Anfängen was haben davon. Das ist die sogenannte automatisierte Faserführung in der Produktion. Gerade dann, wenn man mit vielen unidirektionalen Fasern arbeitet, also in dem Bild hier rechts zum Beispiel sind rund 1000 Fasern im Einsatz, dann muss man schon sehr, sehr viel Zeit reinstecken, um zu überlegen, wie kann man die Fasern vom Regal kreuzungsfrei bis zur Produktionsanlage bringen. Das ist an sich wenn man das am Anfang hört, eine relativ einfache Aufgabenstellung, wenn man an 2, 3 Fasern denkt. Aber bei 1000 Fasern stellt man irgendwann fest, okay, da ist ganz, ganz schön viel Hirnschmalz dahinter, damit das auch nachher funktioniert und nicht, wenn man den Prozess startet, die ersten Faserknäuel entstehen. Da haben wir auch entsprechend eine automatisierte Faserführung umgesetzt, also wirklich, dass der Computer einem berechnet, wie muss ich die Fasern von A nach B führen. Und wie das dann nachher später umgesetzt wird, also sprich, wie man dann auch an der Anlage das direkt annutzen kann, da haben wir eine sogenannte Faserdisco eingesetzt und da komme ich auch schon quasi fast zum Schluss meines Vortrags. Wie sieht es dann direkt bei uns aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Dazu habe ich ein kleines Video gebracht. Hier die Pultrusionsanlage. Der Mitarbeiter geht an die Anlage, möchte den Versuch vorbereiten. Entsprechend hier mit dem Tablet wird dann eingestellt, wo möchte ich die Fasern hinführen. Hier wird dann entsprechend der Faserführungsplan generiert und sieht, wie die Fasern vom Regal hin zum Werkzeug geführt werden. Damit der Werker weiß, wo die Fasern genommen werden müssen, leuchtet es entsprechend aus. Man kann es Faserdisco nennen, ist einfach peppiger oder auch Pick by Light. Das Werkzeug wird geschlossen und man kann mit der Produktion starten. So ist, denke ich, der Traum von jedem Pultrodeur. Man kann sich entspannen, auf das konzentrieren, was Spaß macht. Das ist auch der Abschluss von meiner Präsentation, von dem Einblick hier beim Fraunhofer IGCV am Puls der Zeit. Und jetzt freue ich mich auf den Impuls von Ihrer Seite.